Und? Was gibt's Neues? Alles ist wie geplant gelaufen. Perfekt. Beende es jetzt. Sie sollten sich drum kümmern. Und ich muss mich aus dem raushalten. Zu spät. Bruno verdächtigt dich. Er hat mich gebeten, dich zu überprüfen. Und was hast du ihm gesagt? Dass ich überprüfen werde, nichts anderes. Und ich soll ihm bald Informationen bringen. Bist du verrückt? Sag ihm, dass es nicht wahr ist. Das kannst du mir nicht antun. Du hättest keine Spuren hinterlassen sollen. Verdammt, verdammter Rodrigo. Pass auf, Thor. Sonst... Thor? Wenn du Anweisungen wieder nicht folgst, wird es aus sein. Keiner da, wa? Tja, das ist ja ein Ding. Alle weg. Hi. Trausio. Ist Linda bei dir? Sollte sie nicht bei dir sein? Ich dachte, dass sie jetzt schon am Küssen wärt. Nein, Trausio. Ich bin beim Zuckerhut, aber sie ist immer noch nicht da. Ah, beim Zuckerhut. Dort habe ich so viele schöne Erinnerungen. Was meinst du? Nein, ich will ihm nichts erzählen. Trausio, wir haben das schon besprochen. Du musst dich auf Linda konzentrieren. Etwas ist nicht in Ordnung. Sie sollte schon hier sein. Vielleicht spaziert sie nur. Du weißt ja, es ist ihr letzter Tag in Rio. Ich weiß nicht, Linda würde sowas nicht machen. Hast du probiert, sie anzurufen? Ja, aber sie antwortet nicht. Ich bin besorgt. Osapos Leute sind immer noch auf der Straße oder auf den Straßen. Lass uns nachdenken. Ja, aber vielleicht ist Linda in Gefahr. Ich hoffe nicht. Immerhin wusstest nur du, dass ihr euch dort treffen würdet. Und Bruno. Bruno? Woher wusste er es? Er wollte sich von Linda verabschieden. Und klang sehr ruhig. Dann sagte ich ihm, dass sie auf dich beim Zuckerhut wartet. Zuckerhut wartet, so. Du und deine Klappe, Trausio. War Thor dabei? Linda könnte in Gefahr sein. Es tut mir leid, ich wollte nur helfen. Okay, kein Stress. Ich gehe nach Hause. Aber davon werde ich ihr eine Nachricht schicken. Oder davor werde ich ihr eine Nachricht schicken. Ja, jetzt sind die in den Keller. Wo? Oh. Oder? Was ist das denn jetzt? Alles okay? Die Gäste sind schon da. Endlich hast du etwas richtig gemacht. Naja, nicht ganz. Mal sehen. Ich schaue mir noch einmal die Handys an. Vielleicht finden wir was. Was ist denn das? Oh, wie romantisch. Die berühmte Linda Brown.
Sieht so aus, als ob heute ein Star bei uns ist. Was ist das? Eine Nachricht von Rodrigo ist gerade angekommen. Wie kann das möglich sein? Wo bist du? Warum antwortest du nicht, Linda? Wie kann es möglich sein, dass Rodrigo Nachrichten schickt? Das kann nicht, das kann nicht sein. Wen haben wir denn da? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Bist du dumm? Tor? Was machst du hier? Hast du etwa mit diesen Leuten zu tun? Geh sofort weg! Und komm ohne Rodrigo nicht wieder. Tja. Pech gehabt, würde man sagen. Denn das Nachrichten ergibt keinen Sinn. Was sagt sie? Ja, sie entschuldigt sich, weil sie nicht gekommen ist. Sie sagte, sie muss nachdenken. Kann es sein, dass sie direkt zum Flughafen gefahren ist? Tausio? Um wie viel Uhr ist Lindas Flug? Ich weiß es nicht, aber ihre Koffer sind hier. Bruno antwortet auch nicht. Was machen wir? Wir müssen zur Favela. Wenn Thor etwas damit zu tun hat, dann wird er dort sein. Es kann gefährlich werden. Dante oder Johanna könnten uns vielleicht helfen. Vielleicht sollten wir hinfahren und sie fragen. Mein Gott, wenn Ronaldo bloß hier wäre. Ja, wenn, ist aber nicht. Immer diese Musik. Wir haben Bruno, nicht Rodrigo. Ich weiß nicht, was passiert ist. Dieser Typ ist einfach inkompetent. Nichts macht er richtig. Nichts. Wie kann er sich in der Person irren? Dein Fehler wird dir teuer zu stehen kommen. Wir hätten ihm die Sache nicht überlassen sollen. Es ist nicht meine Schuld. Doch ist es. Es ist deine Schuld. Was machen wir mit Bruno? Hat er dich gesehen? Ja. Komm nicht näher. Ich werde dorthin gehen. Wir müssen Anweisungen abwarten. Er kommt her. War schon vorbei, Head? Und dann doch nicht, okay. Aber ja, mal gespannt. Ich werde Bruno daheim anrufen. Jemand muss etwas wissen. Dante, Milton spricht. Ist Bruno da? Herr Milton, der Boss ist nicht da. Weißt du, wo er sich befindet? Ich muss ihn sofort sprechen und er hebt sein Handy nicht ab. Er hatte ein Meeting in Jangada. Kann sein, dass er deshalb nicht antwortet. Okay, dann danke, Dante. Bis bald.
Sieht aus, als ob Bruno ein Meeting im Jangada hat. Traust du, Dante? Gehen wir in Jangada, um zu sehen, was los ist? Ja, würde ich machen. Das hat nichts mit dir zu tun, Bruno. Ihr wolltet Rodrigo. Dieses Gespräch langweilt mich. Habe ich nicht gesagt, dass du ihn zum Schweigen bringen sollst? Ich habe ihm die Kapuze abgenommen, damit sie Wasser trinken. Das ist das Gegenteil dessen, um das ich dich gebeten habe. Wenn du so weitermachst, wirst du bald auch gefesselt. Jangada, da ist es. Milton, wir sollten vorsichtig sein. Wenn Bruno nicht hier ist, sollten wir die Polizei anrufen. Meinst du? Hallo Johanna, wir suchen Bruno. Hast du ihn gesehen? Er ist noch nicht im Jangada angekommen. Nicht? Dante meint, dass er hier wäre in einem Meeting. Ah ja, habe ich vergessen. Er hatte ein Meeting und ging dann wohl. Ich sah ihn nicht. Warum suchst du ihn? Kann ich euch mit etwas helfen? Du behältst die Information für dich. Ich glaube, wir hätten nicht bis hierher kommen sollen. Sie kann uns helfen. Ich denke, wir sollten die Polizei rufen. Die Polizei? Ich glaube, ich kann euch helfen, ohne die Polizei einzubeziehen. Wie? Dante kann Bruno finden. Er hat ein Ortungssystem auf seinem Handy. Ich denke, das hilft euch. Der Polizei kann man nicht trauen. Das ist aber die einzige Wahl, die wir haben. Komm, Rodrigo, wir sollten es probieren. Okay, aber wenn es nicht klappt, gehen wir zur Polizei. Perfekt. Kein Stress, das könnte alles nur Missverständnis sein. Ich gehe ihn anrufen. Ah, es wird bestimmt noch ein Problem, aber egal. Auf jeden Fall wird es spannend. So zahlst du es mir heim, nach allem, was ich für dich getan habe? Ich habe dir ein Haus, eine Arbeit, eine neue Chance gegeben. Und du hast alles verschwendet? Du hast mich bloß von meiner Familie getrennt. Entschuldigung. Ich habe dich um nichts gebeten. Jetzt wirst du dafür zahlen, weil du dich in Fremdes einmischt. Gibt dir dieser Osapo-Typ Befehle? Wer ist Osapo? Langsam fange ich an die Geduld zu verlieren. Wir sollten keine losen Enden haben. Willst du mich jetzt umbringen? Ich werde meine Sicherheit nicht weiter riskieren. Ist mir egal, was Osapo denkt. Eliminieren wir sie jetzt gleich. Ja gut. Dann gibt es noch eine Sache zu tun. Tschüss. Staffel 2. Weil gibt's ja nicht mehr, weil wenn die tot sind, dann sind die Hauptdarsteller weg.
Also von daher. Ja, mal schauen, was in der nächsten Folge passiert. Da ist wohl Showdown, will man sagen. Da wird es nochmal richtig spannend mit Sicherheit. Kann ich mir vorstellen, weil ich könnte mir das sonst nicht anders vorstellen. Das muss ja irgendwie sowas sein. Ah, Telenovela, nur ohne Denken. Hä? Egal. Hat mir gefallen. Ich gucke mir gleich auch wieder die Filme an und ich würde sagen, ich bin raus. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu der interaktiven Story von Linda Brown. Ich bin raus. Haut rein. Bis dann und ciao.